Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Heute mache ich für euch Eisbein im Glas. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, bleibt dran, schaut euch an. Viel Spaß dabei. Ja, wir machen heute Eisbein im Glas. Hier habe ich mal zwei Prachtexemplare liegen. Die sind auch richtig fleischig. Der einzige Nachteil an der Geschichte ist, ich habe keine gepökelten bekommen und deswegen habe ich gedacht, komm, dann pökel's ich schnell selbst. Ich habe hier schon meine Pökellake, das ist ein Liter Wasser, 70 Gramm Pökelsalz, die Spritze und die Schüssel, wo es dann nachher gepökelt wird. So, ich pökel natürlich nicht mit Knochen, dauert viel zu lang. Ich werde den Knochen jetzt gleich auslösen. Wenn der Knochen ausgelöst ist, wird es natürlich gleich gepökelt, aber da seid ihr natürlich mit dabei. So, dann beginnen wir mal. Da ist ja der Knochen. Schneiden wir es einfach mal entlang. Schauen mal, wo wir rauskommen. So, den Knochen haben wir jetzt einmal ausgelöst. Ob das jetzt so 100% in Ordnung war, weiß ich nicht. Bei mir hat es so funktioniert und jo. Die erste hätte man ausgelöst. Gut, ist nur Schwarte, die mache ich mal damit rein. Gut, das ist ja ein riesiges Stück Fleisch, das schneide ich nochmal durch. Das kann ich nachher wunderbar pökeln. Wenn noch irgendwelche dicke Sehnen drin sein sollten, so wie diese, dann kann man die natürlich rausschneiden. So, ihr habt es gesehen, ich mache den anderen Haxen auch noch und dann sehen wir uns beim Pökeln. So, ihr seht, hier ist meine Spritze, die habe ich schon mal aufgezogen. Und da müsst ihr nichts anderes machen, wie die Pökelflüssigkeit da einfach reinspritzen. Und das war's. Ich werde es alle Stücke machen und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, der nächste Morgen ist da. Das Fleisch ist wunderbar umgerötet. Da passiert es auch nicht mehr so viel. Da gehe ich mal darüber, bin schon am Herd. Da habe ich mir einen Sud angesetzt, da ist Maggi-Kraut drin, Karotte, Zwiebel, Lorbeer und Wacholder, ein wenig Salz und ein wenig Zucker. Sobald es aufgekocht hat, kommt das Fleisch mit in den kochenden Sud oder den leicht siedenden Sud. Da hole ich euch aber gleich wieder mit dazu. So, unser Kochwasser beginnt langsam zu köcheln. Dann setze ich mal das Fleisch dazu. Ihr seht, wunderbare Rötung angenommen. Pökelsalz hat seine Arbeit getan. So, das war's. So eine Dreiviertelstunde später. Sieht so aus. Ich hole es raus, lasse es leicht auskühlen und dann wird es geschnitten. So, ich war jetzt schon mal am Schneiden und habe gedacht, ach komm, das zeige ich euch gleich, schaut mal her, wie das saftig ist. Ja, von der Garzeit ist das wunderbar gewesen, ist nicht zu weich. Das heißt, es wird dann nachher noch eingekocht. Und ihr seht, so portionsgroß das Ganze. Gut, ihr könnt natürlich die Größe bestimmen. Für mich ist das so in Ordnung. Und geschmacklich ist das wunderbar, ja. Von der Pökelung her genau richtig.
So, ihr habt es gesehen, ich schneide schnell fertig und dann hole ich euch wieder mit dazu. So, bevor es natürlich zum Abfüllen geht, habe ich die Pfeffermischung und Kümmel und Senfsaat. Das mische ich noch und das Fleisch. Man könnte das einfach besser verteilen wie später im Glas. So. Wie gesagt, das könnt ihr jetzt so schön reinfüllen. Bisschen zurechtdrücken. Und es war schon. Ich fülle die ganze Gläser voll. Und wenn das erledigt ist, hole ich euch wieder mit dazu. So, da habe ich jetzt die Kochbrühe, 700 ml. Da habe ich 30 Gramm Aspik. Ich mache das mit dazu. Ihr müsst es natürlich nicht tun, weil die Brühe ist sehr kollagenhaltig. Das habe ich schon gemerkt beim Probieren. Aber ich mag das nicht, wenn das dann beim Aufschneiden so wegfällt. So, das haben wir jetzt schön aufgerührt. Und jetzt gießen wir das gerade. Oh, guckt euch das an. Ein Träumchen und die Brühe schmeckt wirklich gut. Schöner Geschmack. So, ihr seht, es sackt wunderbar durch. Kann man noch ein bisschen nachgießen. So, sieht richtig lecker aus. Jetzt verschließe ich die ganze Gläser und dann sehen wir es draußen an unserem Einkochautomat. So, da sind sie in unserem Einkochautomat. Dauert jetzt 2 Stunden bei 100 Grad und wenn das erledigt ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. Ja, 2 Stunden sind inzwischen vergangen, das sind die Gläser. Die stehen jetzt hier draußen zum Abkühlen und dann kommen sie in den Kühlschrank und morgen gibt es dann ein Anschnittbild. Ja, wir haben das Eisbein einmal aufgeschnitten. So sieht's aus. Hat ein schönes, ja, vom Gelee zum Fleisch, das passt. Und ja, nachher wird probiert und dann gibt es noch Abschlussfazit. So, da bin ich nochmal erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Kurzes Fazit, Eisbein im Glas, ihr habt das selber gesehen, geht rucki-zucki. Wenn ihr natürlich Eisbein habt, was schon vorgepökelt ist, ist es dann noch wenig schneller. Ich habe es erst pökeln müssen und das dauert halt seine Zeit. Das Abkochen 3/4 Stunde hat vollkommen ausgereicht. Die Würfelgröße des Fleisches könnt ihr euch für euch bestimmen. Ob es euch jetzt zu groß oder zu klein war, das könnt ihr euch für euch bestimmen. Mit dem Aspik, ich fand es richtig gut. Der Fleischsud hat wunderbar am Fleisch gehaftet. So wollte ich das eigentlich auch haben. Wenn es euch ein wenig zu hart vorkam, lasst einfach das Aspikpulver weg. Der Sud war so kollagenhaltig, der hat nicht auch so gehalten. Aber so gefällt es uns natürlich richtig gut. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Eisbein im Glas und ihr noch kein Abonnent unseres Kanals seid, könnt ihr das jetzt gerne tun. Ein Kommentar ist immer gerne gesehen. Aktiviert die Glocke, verpasst keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas.